I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone, live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get it caught up in this life, I'm crazy, I'm bad. Doing no cap, only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait. That's all fact. Give me one shot, and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something. Can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they're thoughtless. Place the pain. It's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane. We all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rockstar, in this life gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants so you. Better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rockstar, in this life. So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen, die da jetzt gerade mit dabei sind beim nächsten Unity Stream. Joa, ich war ein bisschen fleißig. Ich habe ja jetzt die Woche Nachtdienst gehabt, aber ich war trotzdem ein bisschen fleißig. Wir können mal gucken, was ich so gemacht habe, bevor wir heute mit den Abendprogramm hier überhaupt starten. Gehen wir mal rein in den Ganzen. Ah, jetzt. So, ich würde sagen, wir nehmen heute mal die Knüfte mit. Und dann drücke ich mal hier auf den Knopf. Soweit waren wir ja schon. Ich habe hier mal die Wand weggenommen im Endeffekt. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe hier quasi, ja, hier haben wir jetzt den, den Hasen. Jetzt ist der Hase auch hinüber. Ich habe hier so eine kleine Insel fertig gemacht im Endeffekt. Und ähm, ja, ein bisschen Wasser haben wir hier. Können wir mal kurz uns das Ganze angucken. Das ist das KWS-Wassersystem im Endeffekt. Was ich hier verwende, finde ich recht gut. Sieht recht gut aus. Ich freue mich schon, wenn im Survival-Kit ähm, der Spawner kommt. Beziehungsweise Schwimm kommt. Den Spawner habe ich da hinten gebaut, wollte ich gerade sagen. Hier ist jetzt der Hase, wie gesagt... Den konnten wir in der letzten oder nach dem letzten Stream ja auch schon töten quasi. Das ist nichts Neues. Da hinten, im Endeffekt, irgendwo hier ist ein Spawn, ne? Da hinten habe ich ein äh, Rabbit Hole gebaut. Wir machen mal folgendes. Ich nehme das Ganze mal auf. Da müssen wir mal gucken. Aha. Gut. Den Proxy hat er nicht gefunden, macht aber nichts. Im Endeffekt, wie gesagt, habe ich das jetzt so gebastelt ähm, mit einem Spawner drinne, dass ähm, ja schlussendlich die Dinger ähm, selbst gespawnt werden. Na? Das ist so das Ganze. Hier sehen wir das einmal. Ist also noch nicht fertig. So wirklich der Spawner ist wirklich auf die Schnelle gemacht mehr oder weniger. Ja ähm, Das werden wir heute noch mal fixen, dass er den Spawner auch findet. Äh, ich habe hier auch selber den Rabbit als Briefab schon gebastelt und im Endeffekt ist es so. müssen wir mal kurz gucken hier. Ähm, hier ist zum Beispiel, wenn er ähm, abhaut na, dann geht er hier rein, also bei den äh, dass er flieht quasi. Und hier soll er eigentlich find object, den Spawner soll er quasi finden und da soll er dann quasi den rabbit spawner machen. Das hat er vorhin nicht gemacht, da müssen wir mal gucken, warum er das noch nicht gemacht hat so richtig. Ähm, ja, das ist so das Ganze. Genau. Okay, wir fangen mal an damit. Wir gucken mal, beziehungsweise ich gehe mal hier wieder zurück in unsere Szene. So sieht's aus. Äh, ich gehe mal kurz raus. Das ist jetzt die Insel, die wir hier haben. Ist jetzt eigentlich nichts äh, Weltbewegendes, wenn man jetzt so sieht, das Ganze. Ist jetzt also nicht jetzt irgendwie äh, Wunder, wie groß. Aber das täuscht. Und dann wenn wir uns mal angucken, hier das, das Häuschen oder die Häuschen, dann sieht man eigentlich so besser die Dimension. Und ähm, nun wurde ich gefragt, wie ist das am besten mit Performance bei Unity? Oder überhaupt, wie würde ich das jetzt vernünftig machen, sag ich mal. Ähm, ja, dass ich, also wenn wir jetzt hier auch noch Bäume und Büsche hätten, so wie da, also es sind ja nicht nur die paar Bäume auf der Insel, wären ja mehr. Äh, und auch Gras und alles drum und dran und auch noch halt AI drinnen haben. Wie macht man das am besten? Am besten ist es halt, wenn man halt mit Sektor arbeitet. Und dann wird das Ganze quasi, das, was wir jetzt hier haben, unsere Insel, die wird in verschiedene Teile abgekattet. Ne? Die wird dann runtergekattet, das Ganze. Und ich sag mal, wenn ich dann jetzt hier, sagen wir mal, ich bin hier hinten und komme denn hier in diesem Bereich, dann werden hier die anderen Teile mitgeladen oder nachgeladen, sag ich mal. Ne? Also es wird so gemacht im Endeffekt. Ähm, das ganze terrain was wir jetzt hier haben das wird aufgeteilt und diese teile werden einmal in der gpu also in der grafikkarte reingeladen und dann wird das quasi ein und ausgeblendet so ein bisschen wie äh, occlusion culling kann man sich das vorstellen so in der richtung und äh, deswegen brauchen wir halt auch einen Spawner, habe ich auch gesagt, weil das Problem ist. Das habe ich nämlich letztens beim im Discord gelesen, beim Survival Temple Pro. Da hat eine 50 Zombies sich reingepackt hier und hat sich gewundert, warum das Ding total anfing zu lecken und so. Ist natürlich klar, ähm, dass diese 50 Zombies, auch wenn jetzt die GPU, also sagen wir mal, wenn das Zombie-Modell nicht in Sichtweite ist und wir das Ding jetzt nicht sehen. Dann muss es trotzdem versorgt werden und zwar hier mit dem Animator hier drinne. Das läuft dann trotzdem auch wenn wir ihn nicht sehen und sämtliche Skripts die da drauf sind laufen natürlich auch weiter ist klar. Und das kostet natürlich Rechenleistung und Performance. Deswegen ist es besser wenn man halt einen Spawner hat. Nehmen wir mal an unsere Insel die wir jetzt haben wäre größer und ich komme jetzt was weiß ich in diesen Bereich hier rein hier wo ich gerade mich hin teleportiert hatte komme ich rein und ab da an wenn ich jetzt hier drinne bin kann man das einstellen quasi dass dann der Spawner zum Beispiel erst aktiviert ist und die Hasen dann gespawnt werden wenn ich den Bereich hier wieder verlasse beziehungsweise ich bin dann hier in den Bereich dann kann man das machen dass der Spawner deaktiviert ist das heißt dass dann auch alle Hasen die in diesem Bereich hier unterwegs sind dass die dann quasi ähm, ja rausgenommen werden die werden gelöscht quasi ähm, das ist das eine, was man performance-mäßig machen kann. Was dann auch Sinn macht. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit im Endeffekt, ähm, ja, mit den LODs, LOD-Stufen haben wir hier auch. Ja, Texturatlas kann man nehmen. Also, das wäre dann auch noch eine Möglichkeit: ein Texturatlas. Das heißt, dass wir immer wiederkehrende Texturen haben. Ähm, sieht man zum Beispiel hier im Terrain, wenn ich jetzt hier, ähm, wir gucken uns das mal an, die Texturen, das sind jetzt so die Texturen, die ich jetzt hier in der Insel drinne habe. Das sind im Endeffekt ja auch wiederkehrende Texturen. Ähm, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr bekomme ich hier, glaube ich, nicht rein. Kann ich nur noch einen Layer mit reinnehmen oder einen neuen Layer anlegen. Ähm, aber wie gesagt, das. Ähm, mit einem Texturatlas könnte man noch machen. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn wir jetzt mal hier bei Games reingehen, ich gehe mal hier bei Stats rein, gehen wir mal raus. Ähm, ganz wichtig sind halt im Endeffekt auch, dass man mal guckt, ähm, was machen die Batches. Wir haben jetzt hier 929, das ist schon eine ganze Menge. Macht man nachher folgendes, bevor man mit Sektor rübergeht. Natürlich ist jetzt hier eigentlich noch gar nichts fertig, hier ist, ne, ist nicht großartig. Aber wenn wir nachher ähm, irgendwann soweit sind und diese Insel ein bisschen bepflanzt haben und das ein bisschen hübsch aussieht alles, dann kann man folgendes machen. Dann kann man nochmal Mesh Combine rüberjagen. Und Mesh Combine macht folgendes. Mesh Combine guckt halt, ähm, welche Objekte sind da, was kann ich zusammenfügen, sodass man quasi einen großen Collider hat. Und halt nicht, äh, ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt hier vier Boxen hinsetze, dann habe ich vier Box-Collider und mesh Combined würde aus diesen vier Box Collidern, wenn ich jetzt sage nur diese vier Boxen soll er mir kombinieren, dann würde er aus diesen vier Boxen einen quasi einen untergeordneten Collider machen. Das ist der Vorteil da bei der ganzen Sache denn. Und so würden wir uns dann halt ähm, die Batches halt reduzieren und auch sparen halt. Aber zum Anfang ähm, klar, sicherlich muss man sich mal Gedanken machen, Performance technisch, ne? Was geht da? Was habe ich für Möglichkeiten? Wie gesagt, mit wenn ihr jetzt im 3D-Bereich unterwegs seid mit Sektor habt ihr da schon eine gute Möglichkeit. Das ist halt ein Asset, kostet um die 90 Euro äh, auch im Zähl. Kann man sich das holen? Ich glaube, dann seid ihr mit 50 Euro dabei. Ist ein super Teil, gerade wenn man eine größere Welt haben will, eigentlich äh, unverzichtbar und dann im Endeffekt, wenn man das drin hat, kann man noch mal gucken, wegen Mesh Combine 2, glaube ich, heißt das. Ich glaube, das ist um die 40 Euro auch abwarten, wenn es im Ziel ist. Auch da ist man schlussendlich dann mit 20 Euro dabei. Wenn man dann eine größere Welt haben möchte, halt Open World und dann auf die Performance gucken muss. Zum Anfang kann man erstmal alles hier, sage ich mal, ein bisschen zu basteln und erstmal testen. Und ich uh, würde immer sagen, dass man sich später Gedanken über die Performance macht. Na, also die Möglichkeit, halt das Ganze in Sektoren zu ja, einzugliedern und so, die gibt es. Ne, die hat man. Und alles andere, das würde ich dann, würde ich dann immer später machen. Würde ich immer später gucken, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt. Na, ich sag mal, jetzt so eine riesige Open World würde ich jetzt nicht unbedingt bauen. Ist auch immer eine Frage, halt, wie groß ist euer Team. Das ist auch immer noch so eine Sache. Ähm, was äh, ja, was oft ist, oft sind so Leute dabei, äh, habe ich schon gehabt, die die haben Vorstellungen von, von ich mache jetzt ein Spiel und ich mache super groß und ich möchte das und jenes da reinmachen und ich sag mal, ähm, zum einen fehlt da den Leuten das Know-how und zum anderen aber auch die Zeit. Ne? Also ich sag mal jetzt für mich so nebenher ein bisschen gebastelt ist das jetzt hier das, was ich jetzt hier in den letzten Tagen zurechtgefriemelt habe, nichts Dolles. Aber da habe ich auch nicht die Zeit für. Ne? Also, ich sag mal, so ein Survival-Spiel äh, in der Größe von, von The Forest und so, mh, das dauert, ne? Also, da allein, sage ich mal, die Bepflanzung, jetzt könnte man sagen, wir nehmen gar gut, ja, das könnte man machen, dann spart man sich das schon ein bisschen, bügelt der Sektor rüber, das würde auch gehen. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen dauert das trotzdem. Also, da, gerade wenn man jetzt nur ein, zwei Leute hat, ist das trotzdem eine, eine Sache, wo man wirklich viel, viel, viel Zeit äh, investieren kann? Wie gesagt, gerade Survival-Spiele. Auch wenn wir das gute äh, Template hier haben, ist da doch ein bisschen, ja, wo man noch ein bisschen was machen kann. So, wir wollen aber uns jetzt an den Hasen machen. Ich mach den mal an hier, den Mocker wieder. Darum geht's ja da im Endeffekt heute. Dass wir den mal langsam ein bisschen fertig bekommen. So, was haben wir denn hier drinnen? Ähm, ich habe jetzt hier. Die Startphase, Get wander Position, das Fliehen, das er abhauen kann, hatten wir gemacht. Äh, wir haben hier mit dem neuen W-Punkt und wir haben, dass er stirbt im Endeffekt. Und wir hatten ja hier ähm, das Fliehen quasi drinne. Ne? Also das ist auch mit bei. Wir werden das ein bisschen umbasteln, das Ganze noch. Und ich würde sagen, das Erste, was wir machen, beziehungsweise wir können mal gucken. Ich denke mal, das ist vielleicht ganz gut. Zu sehen. Ähm, wir gehen mal hier, machen mal die Gizmus wieder an. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz auf Maximize nämlich raus und wir machen mal das Ganze an. Wir gucken mal, was er jetzt hier macht. Und wir haben hier diesen Waypoint-Klon im Endeffekt. Und wenn ich jetzt mal woanders hingehe, ich gehe mal auf Rabbit, ich gehe mal auf die Navigation. Und wir sehen, er läuft hier quasi immer zu diesem Punkt hin. Ist ja klar, dass er ja das, was wir gemacht haben im Letzten. Das Problem ist aber, das ist halt nicht so, also es ist nicht akkurat, das läuft nicht akkurat. Das werden wir jetzt, glaube ich, gleich hier sehen. Er läuft halt äh, relativ weit daran an der Kante, ähm, gerade nachher auf dem auf dem Terrain ähm, sieht das recht unschön aus. Ja. Das ist quasi das Erste, was ich jetzt mit euch bearbeiten möchte. Ich mache mal jetzt hier den Bocker an, den Pre-Work. Das ist quasi den, den ich schon mal so weit gebaut habe. Da gehe ich mal ganz kurz auf die Prefabs. Anpack Prefab completely. So, als erstes würde ich sagen, gucken wir mal ganz kurz, beziehungsweise ich nehme den mal kurz hier runter, den Hasen. Ähm, als erstes ändern wir die Settings ein bisschen vom NavMesh Agent. Und machen hier einfach ähm, ein 2,5 für den Speed, dann ist er ein bisschen schneller. Wir machen hier ähm, den Angular, also den Drehspeed quasi 360. Ähm, hier habe ich Good Quality, das reicht auch aus für AI. Ne? Und dann lasst mich mal ganz kurz noch gucken. Ich denke, das ist für die Settings, Settings soweit alles fertig. Hi, Jesse. Schön, dass du da bist. habe gerade dein Thema schon quasi abgehandelt, <laughs> mehr oder weniger, mehr oder weniger. So, genau. Dann haben wir das jetzt soweit fertig. Im Endeffekt, wir haben jetzt hier nach äh, Mesh äh, den Path. Das haben wir hier auch drinnen. Ne? Und ja, dann gucken wir mal, dass wir hier den, den W-Point, den werden wir jetzt nicht mehr gleich nutzen. Das zeige ich euch. Und zwar habe ich hier bei Get Wonder Position, also dass er diese eigene Position erstellt, das habe ich auch alles soweit drin. Allerdings arbeiten wir nachher Set Agent Destination, ja. Also ganz einfache Sache. Was machen wir da? Ist eigentlich ganz einfach umzusetzen. Wir gehen hier wieder rein. So, ähm, Moment. Genau. So. Wir machen hier als erstes minus 20 und 20. Das waren ja so die Werte, die wir vorher hier festgelegt hatten. Ähm, mit minus 10. Da machen wir mal ruhig äh, minus 20 und 20. Na, das passt soweit. Und hier machen wir ähm, New Waypoint. Das ist also quasi die Vektor-3-Variable, wird dann eine, ja, wird ein New Waypoint. Das Create-Object hier, das können wir rausschmeißen, das brauchen wir nicht mehr. Und, beziehungsweise nicht nee, hier, das machen wir auf non Wir haben ja hier schon eine Vektor-3-Variable. Ähm. Hier haben wir Set ähm, Agent Destination, beziehungsweise erstmal das Smooth Look At, das löschen wir. Äh, Set Agent Destination als Game-Objekt nehmen wir raus. Und hier machen wir Set Agent Destination einfach nur rein. Das machen wir nach unten. Move to the bottom. Machen das ein bisschen höher. So. Dann hatten wir ja hier zwecks neuen Wegpunkt und so. Da sollte er die Distanz nehmen. Das machen wir. Hier machen wir den W-Point rein. Moment, den neuen W-Punkt, was wir gerade gemacht haben, war Quatsch. So und hier machen wir dann New W-Point und damit können wir das auch rausnehmen und das nehmen wir auch raus. Also, ähm, wir haben hier im Endeffekt Set Agent is Stopped wird rausgenommen, dass er nicht mehr stoppt quasi. Set Animator Bool ist klar, machen wir an. Er soll ja die G-Animation machen. Dann soll er seine eigene Position mit Get Position, die soll er selber ermitteln, und zwar in X, Y und Z, da wir an 3D unterwegs sind ne, für X-Achse, Y-Achse und Z-Achse. Das Ganze zum, also nicht lokal, sondern in der Welt, also World und natürlich Every Frame. Dann haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Random-Flut, das ist minus 20 und 20. Machen wir natürlich als Z-Position. Das gleiche auch als X-Position, y nicht, denn der Hase fliegt ja nicht. Dann adden wir das Ganze. Wir haben hier die X-Position, adden wir mit einem Zufallswert zwischen minus 20 und 20. Das gleiche für die Z-Position. Und dann erstellen wir uns einen eigenen Vektor 3 quasi. Das ist der W-Point, Vektor 3 mit X-Position, Y-Position und Z-Position. X und Z sind unterschiedlich. Y bleibt gleich zur gleichen Position. Und dann machen wir einfach Set Agent Destination. Und wenn er den Path abgelaufen hat, dann geht er rein im neuen W-Punkt. Gucken wir hier kurz: Destroy Object brauchen wir nicht mehr. Uh, hier haben wir gemacht, Set Agent ist doppelt. Okay, hier machen wir Weight von 2. Okay, das lassen wir erstmal so. Das werden wir nachher auch noch umändern. So, gucken wir mal ganz kurz. Genau, Jesse, kannst du nachher nochmal nachher noch mal nachschauen. Aber was du geschrieben hattest, kurz nochmal vorweg. Wegen den 3D-Side-Scroller, also du kannst da ruhig ein paar mehr Objekte nehmen. Also ähm, um da kannst du, kannst du eigentlich, sag ich mal, performance-technisch, ähm, gerade sag ich mal jetzt Sidescroller, ähm, kann man schon ein bisschen mehr als nur vier, fünf Objekte nehmen oder nur vier, fünf äh, Animationen. Beziehungsweise Modelle mit Animationen. Das geht schon. Also auch ohne zusätzliche Tools. So, wir gucken mal, was der Hase macht. So, jetzt steht er hier geh mal ganz kurz ähm, in die Navigation rein. So, jetzt hat er da hinten das Ganze. Jetzt macht er hier die Dinger fertig, aber er läuft sie nicht ab. Also mal gucken, warum er sie nicht abläuft. So. Gehen wir nochmal kurz zurück auf den. Das passt eigentlich soweit. Dass er dann zu New Waypoint reingeht. So, gucken wir mal ganz zu einen neuen W-Punkt. Ah, alles klar. Zwar müssen wir das nochmal aufteilen: dieses Move to W-Point ist ja klar, weil sonst geht er gleich hier rein und dann läuft er den Pfad natürlich nicht. Also, wir müssen ihn ja auch irgendwann sagen, dass er aufhört. Ja, aber wie gesagt, bei Unity kann ich dir sagen, Jesse, da äh, brauchst du nicht ganz so sehr drauf achten. Also, das geht schon. Das ist schon recht äh, angenehm, damit zu arbeiten. Na, also, wenn er jetzt nicht hier 50, ich sag mal, der eine hatte 50 Zombies reingehauen äh, in sein Level und wunderte sich, warum dann das Ganze anfing irgendwie äh, ja, zu lecken und so. Also, das ist dann, das ist dann klar. Ja. So, also. Wir ja, haben jetzt hier den neuen W-Punkt und wir müssen jetzt noch Move to Waypoint. Und dann machen wir hier Move to Waypoint. Genau, denn wir wollen ja erstmal dahin gehen. Das heißt nicht hier New Waypoint, sondern Move to New Waypoint. Und dann brauchen wir, müssen wir mal kurz gucken, was haben wir da so schönes drinne? Genau, einmal die Distanz. Ne? So, dann Get Agent Remaining Distance. Das brauchen wir natürlich. Uh, Remaining Distance haben wir ja schon. Every Frame. Und dann machen wir halt ein Flut -Compare. Das nach oben hinweg. Und da machen wir jetzt folgendes: Remaining Distance. Da machen wir zwei Meter. Und wenn zwei Meter erreicht sind, dann zum neuen W-Punkt. Und wenn es weniger als zwei Meter sind, dann auch zum neuen W-Punkt. Und das Ganze Every Frame. Ja, so, und jetzt sollte er dann auch loshoppeln. Ja, genau. Jetzt haben wir hier. Da geht er hin. Da bleibt er. Und dann läuft er zum nächsten. Na. Das passt dann auch alle schon mal. So weit Kann man jetzt die ausmachen. Dann sehen wir, das hier. Noch mal Dann haben wir das schon mal so weit fertig, dass er ein bisschen vernünftiger läuft. Und wir brauchen halt den W-Point nicht mehr. Das heißt, den können wir löschen. Denn wir arbeiten jetzt im Endeffekt äh, ja, mit einem Vektor 3. Na, dann sind wir hier quasi fertig hier und dann kommen wir halt zum neuen W-Punkt. Gucken wir mal, was ich da schon Schönes gebastelt habe. Das ist klar, dass er stoppt. Genau. Als nächstes ähm, machen wir noch was noch was rein hier hier genau so und hier machen wir jetzt eine random Flut so und da gucke ich mal was ich da genommen habe vom Wert genau zwischen zwei und fünf können wir da reinnehmen also machen wir mal Minimum 2, Maximal sind 5 und das ist es dann der Time. So und hier machen wir jetzt Time rein und dann passt das. Wir machen jetzt eigentlich folgendes, ähm, wie gesagt, dass man die Position, denke ich mal, ist klar. Hier wird dieser Vektor 3, da wird der ähm, ja die neue Position wo oder der neue Path quasi angelegt eine neue Position geschaffen, wo der Hase hinlaufen soll. Und wenn der Path quasi angelegt ist, hier Path Pending Done Event, dann geht er hier rein. Dann läuft er den ab und läuft den so lange ab, bis er die Distanz von zwei oder weniger erreicht hat. Und wenn das der Fall ist, dann geht er hier rein. Hier hört er auf zu laufen. Dann macht er, dann machen wir Set Agent ist Stop It halt, dass er anhält. Und dann machen wir eine Random Flut, Da haben wir mindestens zwei, maximal fünf. Und daraus ergibt sich dann die Variable Time. Und die Variable Time, wenn die abgelaufen ist im Weht, dann geht es zurück zur Startphase. Und da ist eigentlich mit Next äh, Frame Event geht es weiter zurück zur Get Wander Position. Und dann fängt das ganze Schauspiel von vorne an. So dass wir halt für. Schiene Muster haben, sodass sie nicht immer zu laufen, die Hasen, sondern halt unterschiedlich und auch eine unterschiedliche Zeit halt, äh, ja, quasi verharren. Da könnte man jetzt gucken, da könnt ihr aus, euch aussuchen, wie lange er da verharren soll. Dankeschön fürs Subscriben. Na, also wir sehen jetzt hier, hält er ein bisschen länger an. Gut, wir können uns das Ganze auch hier drinnen nochmal angucken. Wie gesagt, jetzt haben wir hier, waren es glaube ich, 3,6. Also wie gesagt, die Zeit halt, wie man möchte, kann man sich selber einstellen. So, dann gucken wir mal weiter. Da machen wir mal folgendes: Dann suchen wir mal uns hier den Player. Hier ist er. Und hier macht ihr eine FSM noch ran. Also, äh, add FSM. Ganz normal. Zack. Ja, moin, Thomas, der Rammelhase, genau. Und hier macht ihr folgendes: Einfach State Finish. Und dann macht ihr hier Set Game Object. Machen wir hier ganz normal rein. Set Game Object. Hier macht ihr eine neue globale Variable. Das habe ich schon gemacht. Als Player. Und dann setzt ihr den hier rauf. Every Frame. Fertig ist das Ganze. Also. Das brauchen wir im Endeffekt. Das brauchen wir für, fürs Fliehen nämlich. Ne, dass der Hase dann, ja, quasi selbstständig abhaut nachher vor, von uns. Na, das machen wir nämlich nachher hier in der AI. So, ähm, damit wir das hier, ich muss das hier mal ein bisschen sortieren, wir machen mal ganz kurz Move-Up. So, ähm, das passt soweit. Da machen wir uns nämlich noch eine neue FSM. Hier machen wir mal nur AI oder... AI brain, wie auch immer man das machen möchte. So, und hier geht es jetzt eigentlich nur darum, ihr seht das hier schon, ähm, dass die Distanz vom Player rausgesucht wird. Das heißt auch hier einfach ein Finish ran. So, machen hier noch ein Wait rein, dass er nicht gleich abhaut und dann gehen wir hier auf Finish und hier machen wir get distance und hier suchen wir uns dann den player raus als globale variable äh, beziehungsweise hier use owner und hier global player das ganze machen wir distance to player als variable und wir machen ein neues event und nennen das ganze flee dass er halt fliehen tut so dann Machen wir hier Loot Compare und dann Distance to Player. Machen wir mal mit 5 Fliehen. Und wenn es weniger als 5 ist, dann soll er auch fliehen. So, gucken wir mal ganz kurz hier im Prefect Hasen rein. Genau, habe ich auch mit 5. Auch das ist wieder, ja, kann man im Endeffekt gucken, wie man möchte, ob man jetzt 5 nehmen möchte. Man kann es natürlich auch höher schrauben. Deswegen. So, als nächstes gehen wir hier wieder rein. Ihr habt schon gesehen, Send Event brauchen wir, Send Event by Name. Game Objekt Use M. Nehmen hier das AI-Movement, was wir hier schon haben. Und hier haben wir ja Flee drin quasi. Das Event, einmal Ctrl A, Ctrl-C zum Kopieren, gehen zurück zu Brain. Control V, dann ist es drinne. und das Ganze Every Frame. So. Every Frame habe ich jetzt, müssen wir mal gucken, ob wir mit Every Frame weiterarbeiten, aber ich denke mal, das reicht soweit, weil er danach sowieso verschwindet, der Hase. Ähm. Schauen wir mal. Das können wir erstmal löschen hier. Wir bauen jetzt das Flieh komplett auf. Und zwar nehmen wir als erstes Set Agent Maximum Speed. Gucken wir uns mal rein hier bei AI Movement. Set Agent Maximum Speed. Da ist es. Und das habe ich mal so geguckt: 5,25. Denn der Speed soll so hoch sein, dass der Spieler da quasi nicht mehr hinterherkommt. Also er kann ihn nicht fangen, er kann ihn auch nicht schlagen. Maximal erschießen würde noch gehen. Aber er kann ihn halt nicht mehr hinterherlaufen. Das wäre schon mal das, was wir da haben. Ähm, gucken wir mal wieder rein hier. Genau, dann haben wir Set Animator Bool. Da haben wir ran. Wir gucken mal ganz kurz uns das Ganze an. Da habe ich einfach jetzt hier, nehmt ihr einfach Galopp rein. Und dann haben wir hier das, die Bool-Variable für Run. Das geht einmal, ja, wenn er quasi vom Walk und auch von der Idle geht, das Ganze. Genau, nee, nee, der, der soll verschwinden, da sollen dann verschiedene, äh, später verschiedene Hasenlöcher sein, wo der Hase denn drinnen verschwinden kann. Das ist so die Idee des Ganzen. So, ähm, wollen wir mal wieder zurück hier. So. Dann machen wir hier natürlich auch erstmal... Set Animator Bool und das ist dann Run. Die machen wir an. Da soll er anfangen quasi zu laufen. So, dann müssen wir natürlich noch sagen Set Agent ist doppelt Es kann ja sein, dass er hier, was ähm, ich hier vorher drinne war. New Waypoint und da haben wir ja, dass der Agent gestoppt ist, quasi. Und dann kann das natürlich sein, dass er da auch gesagt hat: Ich halt an. Ähm, deswegen muss er natürlich den Set Agent stoppet rausbekommen, weil sonst haben wir das Problem, dass er dann nicht laufen wird. So, da können wir ruhig hier den kopieren, wir uns packen ihn hier rein und dann ist das auch schon soweit fertig. Das heißt, auch da. Ist die Möglichkeit da, dass er denn flieht. So, als nächstes brauchen wir find Game Object. Komme ich nämlich jetzt gleich zu. Ähm. Mal hier wieder rein. So, das können wir jetzt hier schon mal reinmachen. Find Game Object. So, und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ihr seht hier ist einfach ein Cube und den habe ich einfach Rabbit Hole genannt, ja wenn wir Control C Rapid Hole fertig ist, ja. Der braucht jetzt auch keinen Box Collider unbedingt oder sonst was, Es ist Einfachheit, dass wir einen sichtbaren Punkt haben, wo der Hase quasi hinlaufen soll. Also das Ding ist, wenn wir da hinkommen, dann soll der Hase ja, wie gesagt, dorthin laufen und dann halt in diese Box verschwinden. Nun kann man folgendes machen, nun ist die ein bisschen weiter weg. Ich dupliziere die einfach mal, packe die hier oben hin. So, weil, wenn wir jetzt mal angucken, wir gehen mal ganz kurz hier auf Navigation, machen die Gizmus an. Ähm, er wird da nicht rüberlaufen, weil hier im Endeffekt quasi das Ganze freigeschnitten ist. Deswegen würde er dort nicht hinkommen. Macht aber nichts. Wir haben jetzt das Teil dort hingebaut. Also gehen wir wieder zurück. So, Rabbit Hole. Kopieren wir uns, der Name ist wichtig, der Tag ist untagged. Ähm, mit den Tags würde ich erstmal noch nicht arbeiten, da, da ich nicht weiß, was äh, im nächsten Update jetzt bei den Survival Pro Template da noch kommt. Also deswegen lasse ich das erstmal sein, dass wir mit Text arbeiten und auch nicht mit Layers. Kann man später machen. Deswegen. So, wir gehen aber wieder zurück. Und dann geben wir das hier ein: Rabbit Hole. Und das nennen wir auch Rabbit holen und dann passt das so. Und ähm, dann gehen wir mal wieder zurück, gucken, was wir dann noch haben. Genau. Da soll er natürlich das nächste finden, also find closet. Das ist auch klar. Also einmal das dichteste quasi soll er finden. Können wir auch hier noch mal eingeben find closet. Und zwar besuchen ähm, wir das Rabbit Hole und ähm, ignore by ohne, must be visible. Ja, wäre schon ganz gut. Ähm, genau. Und dann passt das auch schon so weit. Wie gesagt, da könnte man jetzt auch noch die Distanz mit reinnehmen, wenn man möchte. Ähm, Machen wir mal Final Hole und das Ganze Every Frame. So, und dann haben wir das jetzt eigentlich fast schon fertig. Genau, dann machen wir einfach nachher mit Get Distance noch, dass er sich selbst zerstört. Jetzt machen wir erstmal noch, dass er überhaupt dahin läuft. Um, Set Agent Destination Objekt und hier machen wir dann das Final Hole quasi hin. Dann passt das auch soweit. Wir machen das gleich mal an. Wir können gleich mal gucken, wie das aussieht. Denn ich sag mal, jetzt sollte er, wenn wir jetzt dorthin kommen, quasi anfangen, vor uns wegzulaufen. ich mal rein. Gucken, da ist der Hase. So, Wenn ich jetzt komme, wie gesagt, ich komme dann nicht mehr hinterher. Seht ihr, er ist schneller als ich. Das passt soweit. Und jetzt ist er natürlich da. Jetzt weiß er natürlich nicht, was er machen soll, ist klar. Liegt einfach daran, ähm, dass wir ihn jetzt natürlich noch ähm, quasi, dass er sich selbst zerstören soll. Das müssen wir natürlich auch noch einbauen. Machen wir. Noch hier ein Dings. Ähm, Destroy Self machen wir mal. So, hier rein müssen wir, genau, und dann hier. Destroy Self. Und dann machen wir hier noch Flee. Und dann passt das soweit. So, gucken wir mal. Destroy Self. On Flee. Das heißt, wir brauchen hier noch die Remaining Distance wieder. Genau. Und dann nehmen wir das natürlich vom Final Hole. Machen da eine Flee-Distanz, dann geht er hier rein. Und dann wird er quasi destroyed. Und ihr seht, ich habe hier noch eine Area List, das heißt, dass er dann beim Spawner, den wir danach bauen werden, ähm, quasi gespawnt wird. So, gut, dann werden wir das jetzt hier mal fertig machen. So, da haben wir gesagt, hier ist es das Final Hole was wir ja hier oben festgelegt haben. Ähm, distance to hole every frame, das Ganze. Und dann machen wir hier einfach nur noch eine Flut compare. Und hier machen wir dann Distance zum Loch. Da machen wir auch zweimal rein und dann im Endeffekt destroy self und wenn es weniger ist, Destroy self. So. <laughs> ja. Ja, genau. Mit in der Luft sprengen. Das wäre doch mal was. Das wäre schon nicht schlecht. So. Dann haben wir das. Ich meine, das kommt ja auch noch. Wenn wir nachher mit Granaten und so, wenn das nachher noch reinkommt, dann müssen wir auch in der Luft sprengen, den Hasen. Gut. Dann sind wir hier drinne soweit. Und wie gesagt, hier, ähm, Kommt im Endeffekt das Destroy Self rein. Das machen wir jetzt erstmal rein. Das andere mit den Array Maker, das werden wir später machen. Ähm, machen jetzt erstmal eine Sache, würde ich sagen, fertig. So. Also Destroy. Destroy Self. So. Jetzt können wir das Ganze auch mal wieder testen. So, das heißt, gehen hier auf Maximize, der sind wir. Bupp. Da ist der Hase. Noch wartet er. Na, also noch ist nichts los und wenn ich jetzt komme, dann verschwindet er gleich. Das sollte natürlich jetzt nicht so sein, dass er jetzt gleich verschwindet. Ähm, da müssen wir mal gucken, was jetzt gerade schief gelaufen ist. Ah, das haut nicht ganz hin. So... Immer das hier kurz raus, das ist Choice Self. Wenn wir mal kurz gucken können, was ein Problem ist. Mal hier kurz das äh, Every Frame raus, dass er hier nicht jeden Frame, das er reinschmeißt. Mal so zum Testen. Und hier haben wir. Genau, at remaining distance. Passt auch so weit. Machen wir das must be visible, machen wir mal raus. Uh, Ignore Owner mache ich auch mal raus. Und dann gucken wir mal. Naja, verschwindet gleich. Ist natürlich Quatsch. Soll er natürlich gar nicht. <laughs> Soll er nicht machen. Von daher, ja. Ich weiß warum. Was wir falsch gemacht haben. Sieh mal, was ich falsch gemacht habe. Wir machen hier nur mit Get Distance im Endeffekt. Und nicht mit Remaining Distance. Das war der Fehler. So. Denn wir machen hier nur Get Distance. Genau. Ähm ist dann nämlich das Final Hole und das ist dann Distance to Hole und dann sollte das jetzt auch passen das andere war ja Quatsch gewesen die remaining Distance herauszusuchen wenn er da gar keinen Part hat dann wird er das ja auch nicht machen können so jetzt aber und genau jetzt läuft er wie gesagt wir kommen nicht hinterher und zack ist der Hase weg Gut, das haben wir dann schon mal soweit fertig mit den Hasen. Das ist jetzt schon mal so ähm, die Fliesache, dass er stirbt und so haben wir auch. Das werden wir später nochmal äh, ändern. Das können wir rausnehmen, das Dead im Endeffekt. Ähm, genau. Ich würde sagen, ich gehe das jetzt nochmal alles kurz mit euch durch. Dann machen wir einen kleinen Moment Pause. Ich trinke jetzt erst noch mal kurz was und dann, ja. Sollte das soweit passen. Also, als erstes hatten wir, oder haben wir, ich mache mal so, als wenn wir das jetzt gebaut hätten. Also, als erstes haben wir hier eine Startphase, ein Event als Startphase. Die macht einfach nur Next Frame Event, also das heißt, den nächsten Frame. Sind wir in Get der Position? Ja. Das heißt, er bringt uns hier rüber, dann sind wir hier drinnen. Hier haben wir nichts anderes gemacht als allererstes Set Agent ist Stop It. Denn wir arbeiten damit ja, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen W-Punkt kreieren oder der Hase einfach stehen bleibt, dass dann hier ähm, der Agent, dieser hier, gestoppt wird, dass er dann halt nicht weitergeht. Hier haben wir aber gemacht, dass er halt nicht gestoppt wird, sondern dass er laufen kann. Dann hatten wir davor äh, im Animator quasi die Animationen angelegt und reingepackt und hatten dort die Bool-Variablen Walk ähm, reingebracht. Die ist hier mit an. Das heißt, dann kann er quasi gehen. Dann haben wir gesagt, Cat Position. Er soll von sich selber Position nehmen auf X, Y und Z. Und das Ganze in der Welt und das zu jedem Frame. Dann soll er eine random Flut machen. Da haben wir gesagt, minus 20 und 20 für x-Position, dasselbe auch für die Z-Position. Ähm, hier wird dann die X-Position mit der Random X Position, das gleiche wie die für die Z-Position mit der Random Z position addiert. Und die, das, was er addiert wird, das kommt automatisch auf die Z-Position sowie auf die X-Position rauf, auf die X- und Z-Position-Variable. Also das ändert sich nicht. Wir brauchen da auch keine neue Variable oder irgendwas. Das passt soweit Y bleibt. Wie gesagt, da der Hase nicht fliegt. Ist das in Ordnung? So, dann haben wir einfach eine neue Variable, die W-Punkt-Vektor-3-Variable erstellt. Diese besteht aus den X-Position, Y-Position und Z-Position. Und dann haben wir einfach gesagt, set agent destination, use owner, da haben wir jetzt die waypoint vector 3 reingepackt und path pending dann. Das heißt, wenn der path erstellt ist, dann wird er zum move to waypoint hingebracht. Hier haben wir nichts anderes gemacht als get agent remaining distance. Das heißt, hier fragt er die momentane Distanz ab. Und wenn diese momentane Distanz vom Path quasi unter 2 ist, oder oh 2 ist, dann geht er zum neuen W-Punkt und hier haben wir folgendes gemacht, hier haben wir gesagt, Z-Animeter-Bool-Walk ist aus, das heißt, er geht dann in die Idle rein, wir haben gesagt, Z-Agent ist Stop, das heißt, hier hält er an und wir kreieren eine Random-Flut, da haben wir gesagt, mindestens 2, maximal 5 und das soll unser Time sein und ja, der geht dann quasi... Wenn er abgelaufen ist, was er hier erstellt hat, geht dann in die Startphase zurück und damit fängt das ganze Schauspiel von vorne an. Wir hatten help uns erstellt. Das war im letzten Stream. Hier geht es einfach nur mal darum, ähm, dass hier quasi Send Event by Name to AI Movement Dead geschickt wird. Hier, wenn der Hase sterben sollte, dann ist auch hier der Agent quasi gestoppt. Dann haben wir noch jetzt Folgendes gemacht. Wir haben äh, eine neue FSM rangebaut als AI Brain. Hier haben wir äh, im ersten ein Finish reingemacht. Das hat einfach damit zu tun, ähm, da der erste Frame immer übersprungen wird, wenn das Spiel startet ne, oder überhaupt die Anwendung startet, dann haben wir das Problem, dass, dass die Hasen gleich verschwinden. Ne? dass sie quasi gleich fliehen, weil sie kein Game-Objekt finden, wo sie sich ausrichten können. Das haben wir jetzt mit diesem WET 1 und den Finished hier quasi unterbunden. Dann haben wir gesagt, get Distance Global, Global, ist, Global Game Objekt ist Player. Und das haben wir zuvor hier an den Player rang gemacht. Bitte dran denken, wenn das Survival Temple Pro irgendwann geupdatet wird, muss das immer rang gemacht werden. Das heißt, diese FSM müsst ihr dann wieder erstellen. Dass ihr quasi euren Spieler die globale Variable Player gibt, sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. So. Dann haben wir im Endeffekt gesagt, dass er halt hier immer wieder abfragt, äh, wie ist die Distanz zum Spieler? Und wenn die Distanz zum Spieler 5 ist, oder also 5 Meter oder weniger als 5 Meter, dann soll er fliehen. Und fliehen ist hier nichts anderes, dass er. Quasi dann ins AI Movement, was wir hier erstellt haben, in das FSM vom Playmaker, äh, ins Flee uns reinbringt. Und hier haben wir jetzt den Maximum Speed als allererstes erhöht. Der ist momentan 2,5. Wird damit auf 5,25 erhöht. Das heißt, damit ist das Ganze schneller. Äh, wir haben hier noch eine Set Animator Bool auf Run gemacht. Haben wir hier quasi, dass er von Walk eine Condition rübergebracht mit Run is true, dass er laufen kann oder auch von der Idle gleich loslaufen kann. Das passt dann auch soweit. Z-Agent ähm, ist doppelt haben wir hier ausgemacht, ist ganz klar, falls er im äh, New Waypoint gerade drin ist, dass er dann trotzdem loslaufen kann. Ja, dann soll er das Game-Objekt Rabbit Hole finden. Äh, soll quasi auch gleich äh, find Closet, also das dichteste finden. Und das wird dann, ab, wird dann gestort als Final Hole. Äh, da soll er den Part quasi hin zu diesem Final Hole hin machen und dann die Get Distance von sich selber, von den Hasen selber zur Final Hole äh, soll ausgerechnet werden und ermittelt werden. Und wenn die ermittelt ist, hier die Distance to Hole haben wir dann. Ähm, wenn die 2 ist oder weniger ist, dann soll er zu Destroy Self und dann hier zerstört er sich quasi Selber. Das ist das Ganze. So wird es im Endeffekt, ja, also so funktioniert es, wie ihr seht. Nun hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, Problem ist halt, wenn ich jetzt mehrere AIs habe, also ich sage mal, ich könnte jetzt hier, ich sage mal, auf diese Insel, die ist ja relativ groß, 50 Hasen ist jetzt gar nicht so utopisch na, als Population. Das Problem ist aber, bei diesen 50 Hasen äh, wird Unity ziemlich. Oder überhaupt, egal, nicht nur Unity, sondern auch äh, Rechner und alles drum und dran in die Knie gehen. Hat einfach damit zu tun, halt, weil er halt diese Objekte plus die FSMs halt äh, immer wieder nachladen muss, auch wenn die halt nicht sichtbar sind. Und deswegen werden wir einen Spawner bauen. Ich habe hier den schon mal so ein bisschen angefangen. Ähm, wie gesagt, wir machen jetzt gleich fünf Minuten Pause, dann basteln wir den hier rein, dass wir dann halt ähm, ja, mit. Dass unser Hase da gespawnt wird und dass wir damit dann halt arbeiten können. Wir werden ihn erstmal ganz lapidar anfangen, wird erstmal ganz normaler werden, also jetzt nichts Großartiges, nichts Tolles. Wir äh, werden ihn später dann auch noch ausbauen. Wir werden später auch noch bei den Hasen, habe ich mir überlegt, das folgendermaßen machen, dass der Hase äh, quasi, ja, der hat auch noch so eine Animation drin, ich zeige die euch mal ja, da sitzt er da, so als wenn er, ja, also wenn er schon was mitbekommt. <laughs> Wo ist er hier? Der kleine Hase hier und dann hier und dann haben wir hier den Alert. Und dann haben wir hier sowas. Na? Oder halt hier look around. Na? Finde ich ganz cool. Und das werden wir auf jeden Fall auch noch mit reinnehmen. Das heißt, wenn der Spieler die fünf Meter erreicht. Und dass er vielleicht vorher nochmal abgefragt wird, ist der Spieler gerade am Crouchen? Das heißt, wenn er croucht, dann werden wir das so machen. Ähm, und er erreicht die 5 Meter, dann richtet der Hase sich auf, guckt. Und wenn der Spieler dann die 4 Meter, oder ich sag mal ja, oder ja, unter 4 Meter kommt, dann haut er ab. Aber so hat man wenigstens die Möglichkeit durch das Schleichen halt ein bisschen dichter noch ranzukommen, vielleicht einen besseren Schuss oder einen besseren Wurf mit einem Speer ja, zu machen. Das ist aber wie gesagt, das werden wir im nächsten Stream machen. Heute machen wir nur noch den Spawner, denke ich mal. Und dann sind wir ganz gut vorangekommen. So. Speichere das Ganze jetzt erstmal. Könnt ihr natürlich auch machen. Im Übrigen werde ich später das so machen, dass äh, ich die Insel, die Insel hier, da habe ich die Texturen für die Insel aus den Survival Temple Pro Package rausgenommen, also verwendet im Endeffekt. Und ich werde das so machen, dass ich ähm, ja später das ganze hochlade. Das heißt, ich lade die Szene hoch, ich lade das Terrain hoch, so wie es hier ist. Und dann könnt ihr das selber nutzen. Wenn ihr hier das Wasser auch habt, hier wie gesagt, das ist das äh, Watersystem, das KWS Watersystem von Crypto. Wenn ihr das auch habt, könnt ihr dann ist das kein Problem. Ansonsten geht ihr nachher auf My World. Und löscht das Wasser raus. Dann habt ihr halt hier und macht euer eigenes Wasser rein oder was weiß ich. Ne, wie ihr möchtet. Ja, und dann habt ihr nämlich das, was wir jetzt hier gebaut haben und so spawner-technisch, habt ihr dann nämlich auch alles drin und könnt da ein bisschen mit rumtesten. Und äh, ja. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist halt diese globale Sache beim äh, Player, ne? Also gebt ihr Player ein und das, was ich euch gezeigt hatte, macht hier die FSM ran und setzt halt eine globale Variable vom Player, dann ist das kein Problem. Ansonsten habt ihr das dann auch so weit wie ich hier. Gut, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Moment Pause. So fünf Minuten würde ich sagen, ich mache ein bisschen Musik an und dann, wie gesagt, geht es daran, dass wir den Spawner basteln. Alles klar, bis gleich. So, da sind wir wieder. Also, Spawner bauen. Wir kreieren erstmal ein Cube. Ähm. Ziehe ich mir jetzt hier so ein bisschen hin. So, packen wir den hier hin. Machen den mal auf 0. Passt das? Und da müssen wir uns jetzt ähm, quasi überlegen: Namen halt. Da würde ich sagen: Rabbit Spawner. So. Ähm, dann braucht ihr das äh, vom Ecosystem. Das habe ich ja schon mal auf dem Channel erklärt bei mir. Äh, das. Ecosystem einfach runterladen. Ne? Das äh, ist auf der Playmaker Hauptseite. Ähm, dann bekommt ihr, also wie gesagt, dann öffnet ihr das und sucht einfach mal nach Array, weil wir jetzt mit Arrays arbeiten. Ähm, findet ihr jetzt gerade nichts? Okay, jetzt sollte ich ein bisschen warten. Im Endeffekt müsst ihr nach einem Array Maker gucken, so wird es geschrieben. Aha, mit Doppel-R. So, also. Ah ja, okay, gut. Äh, wie gesagt, Array Maker, das installiert ihr euch im Endeffekt. Habe ich ja auch schon mal auf dem Channel erklärt, wie es geht also kein Ding, dann habt ihr hier auch diese Array Listen. So, wir machen jetzt folgendes, wir haben ja soweit jetzt erstmal erstmal unseren Rabbit fertig. Ich habe jetzt hier so ein Folder gemacht, Test äh, Prefab, da können wir den Rabbit jetzt rüberpacken, einfach rüberziehen, dann haben wir ihn hier auch als äh, als Prefab quasi. Wie gesagt, ihn hier werde ich äh, quasi entpacken erstmal, also Prefab Unpack completely und den mache ich erstmal deaktiviere ich weil wir da später noch mal ein bisschen was nacharbeiten müssen wenn wir am Spawner arbeiten so einen Spawner an sich habe ich schon nämlich den hier den ziehe ich mal hier vor damit wir wieder gucken können und im Endeffekt können wir den Mesh also das nehmen wir raus das löschen wir wir brauchen eigentlich das nur so als sichtbare Position damit man weiß wo kann ich ihn hinschieben? Mehr ist es nicht. Dann kriegt er eine FSM schon mal rein. Das nennen wir mal Spawner. Und dann kommt eine ArrayListProxy proxy ran. Also einfach hier nach ArrayList Playmaker ArrayList-Proxy. Genau das Ding brauchen wir. Und das nennen wir dann einfach. Wir machen mal Hasenspawner, damit wir nicht durcheinander kommen. So, Hasenspawner. Das soll es sein. Und wir haben hier verschiedene Typen, die ich jetzt hier aus dieser Liste oder mit dieser Liste arbeiten kann. Wir sagen, es ist ein Game-Objekt. Und wir wollen das einmal auf Save, also mit Prefill 1 habe ich hier im Endeffekt gearbeitet. Später könnt ihr gucken wie viele gespawnt werden sollen, wie viele Hasen da beim Spawner. Ja, Man kann nachher zum Beispiel, ich würde so zwischen vier und fünf machen für so ein kleines Gebiet. Aber da könnt ihr euch ja mal ein bisschen dann probieren. Und jetzt sind wir unser Rabbit PBR und packen den einfach hier rein. So, das heißt einfach, wir haben jetzt auf der Liste diesen Hasen mit raufgeschrieben. Mehr ist es da im Endeffekt nicht und dann gehen wir einfach mal in unseren Spawner. Da habe ich eigentlich nicht viel gebastelt im Endeffekt. Den ersten Frame wollen wir überspringen. Das heißt, wir machen hier als erstes ein Finish und machen hier einfach ein neues äh, Event quasi, also einen Zustand quasi, legen wir an. Und hier habe ich auch schon dieses ArrayList get. Das machen wir hier natürlich auch. Suchen wir also List Get. So, und dann fragt er nach der Referenz. Das ist es, der Hasenspawner. Das ist die Referenz. Typ ist GameObjekt. Und das soll dann äh, abgespeichert werden. Als eine Variable. Ja, wollen wir das nämlich abspeichern. Und zwar ist das dann in unserem Fall hier... Neue Variable Rabbit. Ja. So, das ist das erste. Also, er soll es rausholen, also soll das quasi rausholen und dann hier drin haben. Also von der Liste, die wir hier angelegt haben, soll es hier reinkommen. Das ist das Ganze, was wir mit ArrayList get machen. Ähm, dann wollen wir hier. Wir wollen natürlich jetzt auch, dass die Dinger gespawnt werden, die Hasen. Das heißt, Moment. Das muss hier rein. Das kommt raus und hier machen wir jetzt einfach create object Game Object Rabbit, kein Parent und der Spawn Point. Ist der Rabbit Spawner. Ne? Also, das ist unser Spawn Point. Da soll der Hase quasi gespawnt ja, werden. Das ist so das Ganze, was wir erstmal machen wollen. Ne? So, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob das schon mal so weit funktioniert. Äh, wir haben hier unseren Rabbit PBR, der ist ja quasi ja, deaktiviert. Nimm den auch mal raus und dann gucken wir mal. Jetzt müsste ja hier quasi gleich ein Hase erscheinen. So und da ist er auch schon. Da ist der Hase. Na, der läuft dann halt jetzt hier ein bisschen umher. Hier drüben hat es auch noch vom anderen Spawner der andere Hase. Na, und wir sehen quasi, ist halt ein Klon. Ne? Also kann man später nachher auch noch mit einem Pooling-System arbeiten, wenn man halt seine Performance noch ein bisschen schonen möchte. So, das ist schon mal das, quasi das erste, was wir jetzt fertig gemacht haben. Wir müssen mal folgendes machen. Ähm und zwar müssen wir natürlich auch nachfragen was ist wenn unsere Liste also wenn wir jetzt hier vier Stück drin haben wir haben vier Hasen drinne nehmen wir mal jetzt an und der Spieler hat alle vier Hasen jetzt getötet dann möchten wir ja dass der äh, wieder nachsporn so und damit wir überhaupt wissen ob unsere Liste jetzt leer ist machen wir mal Folgendes und da machen wir mal ähm, List empty der ArrayList ist empty, genau. Hier nehmen wir wieder die Referenz Hasen-Spawner rein. Und hier machen wir auch ein neues. Und da machen wir einfach ähm, ist empty. Das wäre jetzt eine Boo-Variable. Und wenn es empty ist, dann soll er auf Finish gehen. Und das soll dann every Frame passieren, ja. So, das heißt also. Wenn der Hase, also wenn alle Hasen raus sind, dann soll er hier reingehen und soll hier quasi, das ist halt eine Schleife, die wir jetzt bauen im Endeffekt. Ähm da machen wir ArrayList. Add so und das heißt auch hier wieder den Hasensborner Gameobjekt Rabbit PBR das heißt im Endeffekt dass wir hier ähm, jetzt zu der Liste diesen dieses Gameobjekt wieder zufügen und auch hier müssen wir natürlich also können wir natürlich jetzt auch Folgendes machen wir können jetzt sagen ähm, Machen einfach hier ein Dings rein. Wir machen ein äh, Wait rein. Von 0,1 würde ich sagen. Wir machen dann hier finished. Und dann geht er wieder zurück. Gucken wir mal. Das heißt, hier ist es ja wieder voll. Hier ist es wieder aufgefüllt, und erst wenn sie wieder leer ist, dann geht er wieder hier rein und füllt den Hasen auf. So, können wir mal gucken. So, nun nehme ich dann mal hier alles soweit mit, wenn wir ihn treffen. Ansonsten, wenn, wir, wenn er flieht, dann haut er ja eh ab. So, er ist jetzt total da hinten. Wir machen mal so, wir laufen einfach zu ihm hin. Ich denke mal, das ist das Einfachste. So, und dann verschwindet er. Und jetzt haben wir aber das Problem. Ist, dass dieser Hase noch als Item hinterlegt ist. Also er ist noch nicht raus. Und deswegen müssen wir halt äh, hier den Hasen sagen: pass auf, ähm, du musst aus der Liste rausgestrichen werden, sagen wir das mal so. Als erstes müssen wir den Namen kopieren von unserem Rabbit-Spawner zum Beispiel. Dann machen wir Open Prefab. Und dann gehen wir hier rein in AI Movement und jetzt haben wir hier Destroy Self und hier machen wir erstmal Find Closest ähm, und Find Game Object als erstes den Rabbit Spawner. Das soll der Rabbit Spawner sein? Und das ist dann halt ähm, hier den Rabbit Spawner Find Closest Rabbit Spawner. Ignore machen wir aus. Every frame. Genau. Und dann machen wir hier noch was anderes rein. Und zwar Array List ähm, Remove. Genau. Array List Remove. Packen wir hier rein. Und hier sagen wir, das ist denn der. Rabbit Spawner mit der Referenz äh, Hasenspawner hatten wir ja hier drinne gehabt. Gehen wir nochmal ganz so zurück. Hier Hasenspawner. Wichtig ist halt da bei den Arrays, dass man halt äh, wirklich das so richtig eingibt. Sonst hat er das Problem, dass er das nachher nicht finden wird. Und hier machen wir dann ein, Den Hasen Spawner. Eben Object. Ne? Soll er removen und hier den Rabbit PBR. So, machen wir in Höher. Und dann, wenn er das gemacht hat, dann kann er sich quasi selbst zerstören. Moment. Uh, move to the button. So. Dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert soweit. Wir gehen mal hier wieder raus. So. Gucken wir mal, wo der Hase ist. Da hinten ist er. Jetzt haut er ab. Verschwindet. Gucken wir mal ganz kurz. Hier rein hat er nicht gemacht, also mal kurz schauen, warum er das jetzt nicht gemacht hat. Das Empty Event ist finished. Gehen wir ganz kurz noch mal in die Prefabs rein. Okay, machen wir anders. Und zwar machen wir Re remove add, also area list remove add rein. Ah, hier den Asenspawner und dann den Rabbit Spawner raussuchen. Und hier machen wir das area list remove einfach raus und dann sollte das denke ich mal funktionieren. So. Okay, gucken wir jetzt uns das ganze noch mal an. Wir gehen zurück. So. Sind wir da? Hinten läuft er. Jetzt gehen wir ran da und jetzt haut er ab. Und jetzt ist er auch raus und da ist er neu gespawnt. Das passt also soweit. Ja, also, das ist dann auch in Ordnung. Ja. Dann haben wir das auch soweit fertig quasi mit den. Ja, das ist erstmal ein normaler Spawner, das ist jetzt nichts großartiges. Jetzt müssen wir nur noch einstellen, dass wenn der Hase stirbt. Gehen wir noch mal rein hier in AI Movement und hier kopieren wir das einfach, find GameObjekt und das alles und. Ähm, packen das hier noch mit rein, einfach ähm, das ja, dass das dann quasi auch drinne ist, ne. Dann ist das in Ordnung soweit. Können wir jetzt mal gucken, wenn wir ihn jetzt töten quasi, wie das aussieht. So. Dann nehme ich mal hier die Waffen mit. Okay, da hinten ist er. Nicht einmal getroffen. Ah, nun stirbt er nicht. Okay. Wo wir mit denen hier? Ach, okay, weil wir hier noch im Prefab drin, drin sind, müssen wir natürlich rausgehen. So, jetzt nochmal das ganze Schauspiel. muss Ich mal kurz gucken, warum der hier nicht sterben möchte. 25 Mähnhilfe hat er. Müsste eigentlich schon längst tot sein, da wir ja nur gemacht haben, dass er einen Schuss aushält. Ah, okay, hier. Da. Da ist noch ein Fehler. Und zwar hatte ich nämlich letztens das. Äh, Ganze neu machen müssen und hat hier diesen Health Manager äh, neu reingepackt. Und immer schnell hier auf Damage und dann hier wieder ran das Ganze, das reinziehen und so Damage. Das machen wir schnell noch bei denen auch. Und hier das gleiche. Und Damage. So, dann sollte der Hase jetzt natürlich auch wieder Schaden nehmen. Guck mal ganz kurz. Send Event. Send Event. Send Event. Raus. So, jetzt aber. Okay. Okay. Passt doch. Und hier ist gestorben, und da kommt gleich der nächste nach. Na? Und da ist auch schon der nächste. Und der nächste. Genau. Nun könnte man das noch so machen, dass man das halt so macht. Wir werden das auch umändern. Das wird sonst zu viel. Und dann haben wir halt trotzdem da wieder die ganzen toten Tiere rumliegen. Ähm, wir gehen nochmal rein hier. Machen nochmal Open Prefab. Und gehen äh, ins AI Movement und die drei Sachen kopieren wir uns erstmal. Dann hatten wir hier das Take-Off Meet. Und das packen wir hier vorher rein. Beziehungsweise ja, machen wir das so. Und dann kopieren wir uns das. Passen das rein. Removen das Ganze. Machen ein Weht. Und von 0,1. Und dann soll er zu so finished. Genau. Ne? Also, wir haben ja dieses destroyed. Vorher soll er den Hasen spawnen im Endeffekt. Dieses Take-Off-Meet hatten wir ja gemacht. Wenn der Hase tot ist, dann soll das ja aktiviert werden, dass wir halt das Fleisch aufnehmen können. Und äh, sobald wir das Fleisch aufgenommen haben, erst dann quasi wird er respawned. Ich denke mal, das ist besser als äh, wenn wir jetzt hier 20.000 Hasen nachher rumlaufen haben oder tot rumliegen haben. Je nachdem. Wir gehen natürlich rein hier ins AI-Movement. Und dann löschen wir das hier raus. Dann brauchen wir das nämlich nicht mehr. So. Speichere das mal ab. Okay, dann testen wir das Ganze gleich nochmal. So. Brauchen wir natürlich hier. Denn wenn er jetzt zum Spawner läuft, ist, äh, Quatsch, zum, zum ähm, Hasenloch ist das ja nicht so schlimm. So. Okay. Und jetzt spawnt natürlich nichts nach. Ja, ja, okay, gut, das ist natürlich, das ist natürlich auch Quatsch. Das müssen wir natürlich auch noch umändern. Er soll natürlich, wenn er tot ist, soll er ja nicht abhauen. Also wenn wir jetzt hier das haben, ähm, dann müssen wir Enable, Past, Action, After machen. Use-Owner. Und dann das AI-Brain müssen wir natürlich ausschalten, weil sonst, äh, ja, haut er ja ab, ne? Dann können wir ihn nicht looten. Wäre ja schade. So. Alles klar, dann sammeln wir hier mal wieder alles ein. Zack, 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 zack. Und dann... Und dann laufe ich ihm mal ein bisschen entgegen, beziehungsweise crouche ich ihn jetzt ein bisschen entgegen. Okay, das war's. So, und jetzt haut er auch nicht ab, ne? Jetzt kann ich ihn vernünftig looten. Da ist auch schon der Nächste. Und er bleibt hier einfach liegen. Und dann müssen wir wahrscheinlich das nochmal umändern. Hier habe ich das gleiche. Ähm, genau, dann gehen wir nochmal kurz hier rein. Das ist alles richtig. Und dann in Take Off Meet. Ähm. haben wir eigentlich, eigentlich richtig gebaut. Eigentlich haben wir hier ein Weg von 0,1, wo er dann in den Finish reingehen soll. Und hier quasi dann den Rabbit zerstören soll. Da müssen wir nochmal gucken. Was da jetzt das Problem ist. So, gehen wir nochmal rüber. Okay, passt. mal kurz schauen. Aha, also das e Also das ist ja das ist ja gar nicht der ähm Genau, der hier liegt. Den wollten wir uns ja angucken, nicht der andere, der da noch rumläuft. Genau das ist aus soweit. Das ist natürlich komisch. Hm. mal destroy object aber habe ich ja oben auch drin um Und müssen wir das mal ganz kurz gucken, jetzt. Also, wie gesagt, wir könnten ihn jetzt aufnehmen. Na, also, jetzt wäre das Ganze ja so. Und dann müsste er ja, wie gesagt, das macht er ja alles. Und dann sollte er eigentlich den Rabbit PBR clone steht ja auch hier drin, destroyen gucken mal ganz kurz auf Resum hier so da haut er nur das raus aber macht das oder wie gesagt löscht das Teil nicht genau Missing Object. Und ich glaube, da haben wir auch schon. Äh, ja, genau, hier haben wir dann auch schon den nächsten Hasen. Dann müssen wir nochmal gucken im nächsten Stream. Und da muss ich nochmal schauen in Ruhe, was da los ist. Warum er sich selber da nicht destroyed? Ja. Weil das funktioniert ja hier auch, das könnte natürlich jetzt auch am Array liegen. Könnte jetzt natürlich auch sein. Naja. Wie gesagt, ich würde sagen, das gucken wir im nächsten Stream noch mal. Oder bis dahin weiß ich auch, woran das lag. Kann ich euch das dann auch sagen und nacharbeiten mit euch. Aber wie gesagt, so ist erstmal das Ganze, dass der Hase erstmal ein bisschen besser funktioniert. Dass er besser sterben kann, besser fliehen kann und dass wir halt einen Spawner haben. Ja, und das andere, da ja, muss ich noch mal gucken. Ja, weil hier habe ich es eigentlich auch nicht anders gebaut, schlussendlich. Ja, Rabbit PBR Destroy. Ich glaube, hier habe ich das im Endeffekt <laughs> übers. Ähm Genau. Über Self, glaube ich, laufen lassen. Na, dass er ihn dann halt da über Self rausnimmt. Könnten wir höchstens nochmal probieren, ob es daran wirklich lag. Gehen wir nochmal hier rein. Ah. Genau. Kopieren wir das und dann... Geben wir Jetzt hat er nur das eine reingemacht. So. Okay, das haben wir jetzt drinne. Und bei Takeoff Meet löschen wir das dann raus. Alles. Kopieren das wieder hier rein. Dann Transition deleten wir auch dann schauen wir mal jetzt noch mal So, ob wir, wir den treffen, passt. So, nun kommt natürlich gleich der nächste hinterher gespawnt. Das hatten wir vorhin ja auch, aber ja, das passt jetzt. Da müssen wir dann halt beim Spawner an sich vielleicht ähm, wir noch mal reingehen, Hasenspawner. Dann könnten wir folg folgendes machen, Moment. Und zwar machen wir das mal so. So. Dann machen wir nämlich folgendes, wenn das Ganze leer ist, können wir hier auch ein Random-Wait einbauen von mindestens 2 bis maximal 5. Und dann geht der zu finish und dann spawnt der erst. Also dass wir nicht gleich da einen abknallen und gleich der nächste ist da. Aber wie gesagt, ist natürlich jetzt der Spawner ist natürlich noch nicht fertig. Das andere werde ich eigentlich so irgendwie nochmal gucken, dass wir das so bauen, wie ich das eigentlich gerne haben möchte. Das heißt, erst wenn der Hase gelootet ist, dass er dann quasi ja, nachgespawnt wird. Ne? Ich meine, es ist Geschmackssache. Kann man gucken, wie man mag. Man kann natürlich könnte jetzt auch hier höhere, höhere Zeiten reinnehmen. Was aber Glück gehabt. Na, da schon der nächste. So. Kann man nicht weit. <laughs> ja, alles klar. Das ist auf jeden Fall die Sache, die wir jetzt fertig haben. Eine kleine AI schon mal, die so weit funktioniert, die vor uns halt fliehen kann, die halt wieder gespawnt wird. Ne? und so habt ihr halt das Problem auch mit der Performance jetzt nicht. Nun gut, das soll es dann für heute gewesen sein, für den Stream. Ähm, gucken wir mal, ich denke mal am Wochenende werden wir nochmal ein hinterher ähm, bringen, nochmal einen Stream und dann werden wir nochmal gucken, dass wir, ja, wie gesagt, noch ein bisschen am Spawner arbeiten und ich weiß, der ein oder andere hat ja auch schon gefragt, wie es aussieht mit Zombies, habe ich schon mal hier so einen so netten jungen Mann bei uns gefunden. Ja, auch so ein ganz hübscher. Ähm, können wir uns ja noch mal nochmal angucken zum Ende. Dass wir halt ja, wie gesagt, dass wir den dann nutzen, würde ich sagen so als Zombie-Modell. Meine Zombies habe ich auch noch ein paar rumliegen. Also den netten Jungen dann ja so weit hinbekommen, dass wir den auf jeden Fall natürlich wie immer erstmal töten können und dann werden wir weiter sehen, was wir mit ihm machen. So schön ist. Mal schauen. Ja. Nun gut. Das soll es erstmal gewesen sein für heute. Wie gesagt, das kommt dann später, dass wir noch Zombies einbauen. Warum auch nicht? Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, hat euch ein bisschen was gebracht. Und äh, ja. Ihr könnt ihr ja mal reinschreiben, was ihr noch so sehen wollt. Gerne. Ja, also, wie gesagt, momentan arbeite ich hier. Mit diesem Survival Template Pro. Da erstmal ein bisschen was zurecht basteln. Also, auf jeden Fall, wenn wir mit den Hasen fertig sind, entweder machen wir einen Zombie oder halt einen Wolf. Könnt ihr euch überlegen, was ihr da eher sehen wollt. Aber ich denke mal, die meisten haben schon gesagt, sie wollen gerne einen Zombie haben. Und dann würde ich sowieso nochmal gucken, dass ich vielleicht noch eh ein paar mehr Unity-DTI-Livestreams mache. Dann nämlich noch ein, zwei andere Projekte, die ich noch ganz gerne machen würde. Ach, das Wasser sieht so gut aus. Naja, alles klar. Gut, mein Lieben, das war's, wie gesagt. Sehen uns gerne am Wochenende wieder, falls ihr Lust habt.